Tag 1 der verschärften Regeln in Coburg. Trotz Einschränkungen wirkt das Leben in Coburg noch normal. Fast. Die Türen vieler Einzelhandelsgeschäfte bleiben ab diesem Mittwoch bis voraussichtlich zum 30. März geschlossen. Auch die Buchhandlung Rehmann ist nur noch über den Onlineshop per E-Mail und telefonisch erreichbar. Trotz großer Umsatzeinbußen können 2 Wochen laut Inhaber Martin Vögele überbrückt werden. Einen Appell möchte er in dieser Krise loswerden. Einerseits, dass die Bürger sich wirklich jetzt an die beschlossenen Maßnahmen halten und auch zu Hause bleiben und da, wo immer möglich, Kontakte vermeiden. Dass nämlich wirklich so schnell wie möglich die Ausbreitung eingedämmt wird, damit wir auch wieder aufmachen können, hoffentlich in 2 Wochen. Das wäre wirklich der eine Wunsch. Und was das Einkaufsverhalten angeht, würde ich mir wünschen, dass einerseits die Coburgerinnen und Coburger überdenken, müssen sie denn jetzt kaufen oder kann man eben einen Kauf auch verschieben auf die Zeit, wenn die Geschäfte wieder geöffnet sind. Ein paar Häuser weiter macht sich die aktuelle Situation auch im Café Siebträger bemerkbar. Zwar darf die Gastronomie bis 15 Uhr geöffnet bleiben, aber Katharina Bayer stellt bereits seit Montag weniger Gäste und Lieferengpässe fest. Ich denke, dass viele Besucher auch einfach wegen der Unsicherheit sich nicht raustrauen und nicht hertrauen. Von daher ist es einfach auch schwierig, dann damit umzugehen. Auch wir können jeden Tag nur aufs Neue schauen, wie sieht jetzt die aktuelle Situation aus und dann entscheiden, wie gehen wir damit um. Ich habe viele Aushilfen, die nur auf 450-Euro-Basis arbeiten. Das heißt, da ist auch keine Kurzarbeit möglich in der Hinsicht. Ist es dann auch für meine Mitarbeiter jetzt einfach schwierig, weil ich nicht mehr genug Stunden habe, um alle voll zu beschäftigen. Und dann wird sich einfach zeigen, wie es jetzt weitergeht. Das ist jetzt alles sehr spannend. Weiter geht es zum Albertsplatz. Im Restaurant Michido herrscht gähnende Leere. Die Besucher bleiben seit Tagen weg, trotz Sicherheitsabstand zwischen den Tischen. Ab heute dann haben wir entschieden, das machen wir einfach das Geschäft bis Wochenende zu. Und wir schauen einfach mal weiter, wie es mit der Situation weitergeht. Wir haben auch gedacht, dass wir würden dann schon die Abstand halten und mag, wie ihr das seht, auch jeder Tisch einfach nicht so sitzen. Und dann ab 15 Uhr, wenn wir mit den Wirtschaften oder mit den Leuten, unsere Mitarbeiter zurechtkommen möchten, dann müssen wir auch noch To-Go machen. Und haben wir auch sogar überlegt, ob wir auch so einen Lieferservice auch noch dazu anbieten. Friseurgeschäfte dürfen noch besucht werden. Sie sind als Grundversorgung eingestuft. Bei Julia Göring werden in diesen Tagen die üblichen Hygieneregeln verschärft beachtet und die Kunden besonders verwöhnt. Also bei uns ist es so, dass wir sehr hygienisch sowieso von Grund auf schon arbeiten. Jetzt haben wir die natürlich noch erhöht, diese Hygienemaßnahmen. Das heißt, wir schauen, dass wir weniger Kunden im gesamten Geschehen im Salon haben. Jeder Platz wird vorher und nachher desinfiziert. Wir desinfizieren unsere Hände vorm Kunden und auch regelmäßiger. Sowieso alle Werkzeuge, das war schon immer so. Dann ist es so, dass jeder Kunde von uns einen Ingwertee bekommt, weil der ja auch immunstärkend ist, immunfördernd. Auch wenn man es auf den ersten Blick noch nicht wahrnimmt, Corona ist in Coburg angekommen.